Hallo Leute! Ja, ich bin jetzt wieder da und ich hoffe, ich nehme diesen Scheißbad jetzt schon das dritte Mal auf, weil einfach die letzten beiden Male ist es asynchron geworden. Ja, und deswegen habe ich gesagt, ich habe gelevelt, zeige ich dir mal, beide auf Level 8. Sie haben, Moment, das zeige ich auch schnell. Ich habe im Wald einen Spazierschirm und eine Kupferkette gefunden. Außerdem hat Poker die Technik Unterwelle genannt. Die funktioniert so. Also da ist die Unterwelle. Sein Nahkampfangriff mit 6 Treffern und dann noch 30 Fuß lang eine Welle. Ja, und dann haben wir. Er hat den Gnadenstoß gelernt, ein starker Angriff, der stark zurückschlägt. Ja, auf einen Gegner einmal ein starker Stich. Ein Gnadenstoß halt. Ja, und dann weiter habe ich hier im Volkerszimmer, hier war diese Pflanze hier, eine Engelstrompete gefunden und hier unterm Bett war ihr drittes Kostüm. Kann ich euch zeigen? Das ist das hier. Gefällt mir nicht, da ich Himmelblau sehr gerne habe. So, dann gehe ich am besten gleich wieder mal in den Wald. Zeige hier mal, wo ich die ganzen Dinge gefunden habe. So, das hier sind die Gegner. Und hier unten war so eine Weißpilzkappe. Unnötiges Item. Und jetzt erwischt mich dieser Feind. Gut, dann kann ich vielleicht gleich den neuen Technen, ja. Zu den Sterndings komme ich gleich noch in diesen Kampf. So, und noch ein Schlag und wir bekommen 50 und eine Engelstrompete. Sehr gut. Okay, also zu dem System, das ist ein erhöhtes Gruppenlevel. Ich habe auf Level 5 eingestellt. Da die Charaktere hier viel schneller werden kann und sie können auch Gegenangriffe benutzen und Harmonieketten sind möglich. Was das genau ist, ist jetzt noch nicht eher unwichtig. Dazu kommen wir später. Aber das Gruppenlevel kann ich dadurch ausnutzen, dass ich ein neues Spiel plus spiele. Von einem alten Spielstand. So, wo war hier noch etwas? Der Typ interessiert uns jetzt nicht. Mal schauen, war da unten was? Nein, da war nichts, oder? Nein, hier war nichts. Aber da drüben, da oben eine Schatzkiste. Und hier oben nichts. In der Schatzkiste war, glaube ich, das Kupfer. Hier war auch eine Schatzkiste. Oh, was? Da war noch so ein Weißkappendings drin. Gut, und hier geht's weiter. Und noch ein Gegner. Mitten am Weg. Gut, da steht eine Licht. Ich kann euch also die neue Technik von Frederik zeigen, und zwar ist das die hier. Ja, er sticht auch noch mal nach hinten. Und hier kommt schon die neue von Polka. Die Unterwelle. Und auch der ist damit Geschichte. Und hier bekommen 100 XP. So, was war hier? Was war hier? Gute Frage. Okay, gehen wir besiegen mal den Gegner hier. Wieder zwei Gegner. So, ich renne gleich mal zu den Typen da.
BAMS! Und den Typen mach ich ja. Und dann benutze ich die meine orange Kür, bevor ich nichts benutze. Der Typ greift mich wieder gnadenlos von hinten an. Verbraucht aber seine Zeit. Und ein Gnadenstoß. Und das war's für ihn. Und ich bekomme 40%. 40% sehr gut. 40% sofort ausrüsten. Denn ich habe nicht mehr allzu viel. Und hier sind diese Weißkappen. Und 45% nur. Und hier war der Schirm drinnen. Der für Polka. Den ich schon zuvor erwähnt habe. Den Typen lassen wir jetzt mal in Ruhe. War da noch was? Ja, da war auch eine Schatzkiste. In der war... Was war in der Schatztruhe? Ich weiß es nicht mehr, muss ich zugeben. Ich glaube 40 Bezirke oder so, keine Ahnung. Und zwei Gegner wieder. Und wir legen gleich auf Bulle los. Wo sind sie? Ah, da ist. Da ist der Gegner und... Bams! Er lebt noch. Aber machen wir zu denen auch. So, was in der Mitte Unterwelle und das war das. Ja, geht auf Polka los und dieses Schwein. Und wir bekommen ein 40% und eine Engelskompette. Sehr gut, der Ausgang des Kampfes. So. Und wir sind jetzt in der nördlichen Mitte und ich gehe gleich mal die Typen dann. Der erste müsste Geschichte sein, ja. Der zweite müsste sich auch noch ausgehen. Und BAMS! Ja, auch tot. Und wir bekommen ein weiteres 40-Plätzchen. Ich liebe 40-Plätzchen. Zumindest jetzt noch. Und die kann ich immer gut im Kampf gebrauchen. Also hinein damit. So, was haben wir hier noch? Ein Feind. Gehen wir auch gleich nochmal an, weil ich glaube den. Mal sehen. Zuerst machen wir die Typen da fertig. Und so richtig ganz übergebraten. BAMS! Ja, bekommt auch ein Zügel gebracht. Was war's mit ihm? So. Okay, hier war auch eine Schatztruhe. Oh. Gut. Fragt mich nicht, dass da drin war. Ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid. Und wir legen uns auch noch mit den Typen dann. Einfach weil wir noch Zeit dafür haben. Denn der Endgegner geht sich nicht mehr aus. Der kommt dann im nächsten. Hallo? Hallo? Ah! Viel zu weit weg, Typen. Und den Typen da machen wir gleich mal platt. Und Frederik wird sich gleich zum nächsten Feind. Und so, und das war's mit dem. Und wir bekommen wieder eine Himmelstrompete. So, und den Typen mache ich jetzt auch noch platt. Der geht sich noch raus. Der Typ steht genau richtig. Der bekommt gleich ein Slime-Bums. Den Typen machen wir auch noch fertig. Bums, Bums. Bums, down. Und wieder bekommen wir 100. Tja, und... Damit beende ich jetzt hier bei diesem Speicherpunkt. Da oben geht es zum Endgegner. Diesen Part. Denn ich glaube. Ich hoffe natürlich, dass dieser Part jetzt nicht asynchron ist, denn sonst müsste ich, bis ich wieder eine andere Möglichkeit gefunden habe, dieses Projekt wieder passieren, was ich nicht hoffe.
Gut, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part und ich hoffe, dass dies nicht da zum Grund ist. Gut, ciao!